Waschen. Hallo und herzlich willkommen bei Antalya City Livestream. Ich bin hier heute in Uchudjular und wir schauen uns heute ein tolles 5-Sterne-Deluxe-Hotel an. Es ist das Kirman Arikanda Deluxe-Hotel. Es ist ein 5-Sterne-Hotel, was seit 2004 hier steht, aber was 2021 komplett saniert wurde. Es ist ein, wie gesagt, ein 5-Sterne-Hotel, ein Ultra-All-Inclusive-Hotel. Es hat insgesamt 360 Zimmer, eine maximale Kapazität von 1000 Personen. Es ist von Side 27 Kilometer, von Alanya 33 Kilometer, von Managa 25 Kilometer und vom Flughafen 90 Kilometer entfernt. Also wir sind hier genau zwischen Alanya und Side. Es hat hier auch einen sehr, sehr schönen Strandabschnitt und es ist auch so gut wie ein nur deutsches Hotel. Ja, und wir schauen uns mal das gesamte Hotel an. Ich werde da mal die Kamera drehen. Der Frontmanager, der Herr Hakan. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Hakan, ich bin Front Office Manager. Herzlich willkommen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Hallo. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, um uns heute das Hotel zu zeigen. Ja, ja. Ich kann ja mal hier draußen zeigen. Ja, das ist hier der Security-Bereich. Und hier sieht man auch das Hotel von außen. Das Kirman Arikanda Deluxe Hotel von hier draußen. Das ist wie gesagt der Außenbereich und es ist wirklich ein tolles Hotel. Ich bin sehr begeistert von der Innendekoration und das wird ja sicherlich auch gleich sein. Dann gehen wir mal los. Ja. Mal schauen, was uns heute in deinem tollen Hotel hier erwartet. Man sieht, dass du hier auch einen tollen Parkplatz hast für die Gäste vorm Hotel. Also sollte man mit dem Privatauto kommen, haben wir hier auch Parkmöglichkeiten. Und das ist hier einmal der Haupteingang. Da gehen wir mal jetzt rein. Jetzt ist hier so ein kleiner Zwischenkorridor und so eine große schicke Holztür. Und wenn man hier jetzt reinkommt, sind wir gleich direkt in der Lobby des tollen Hotels in Uchudjular im Kirman Arikanda Hotel. Also was man hier auf den ersten Blick sieht, ist es natürlich sehr schick und sehr modern alles. Und ich habe gesehen, dass deine Rezeption auch sehr modern ist. Ja, diese Seite der Rezeption. Wenn wir uns das mal anschauen hier, die Rezeption. Das ist hier der Rezeptionsbereich. Das sieht ja ganz schick aus hier. Und die sprechen auch alle Deutsch hier bei dir? Ja, natürlich. Deutsch, Englisch und Russisch. Wir alle und Türkische. Wir alle Sprache. Ja, das ist ja super. Ja, genau. Hier kann man ein- und auschecken. Ja? Die Online-Checken, das ist für die Neuanreise hier gekommen. Ich habe die QR-Code, habe ich hier. Ja. Ein für Handy QR-Code, also Systemfragen, Reservation oder Voucher-Nummer und dann Anreisedaten und Telefonnummer und Mailadresse steht für Online-Checken. Und dann direkt System, ne? Das ist für QR-Code, da hinten, das ist für Online-Checken machen. Und dieses QR-Code für Hotelkonzept, die Applikation für Hotelinformationen, die à la carte essen oder für Restaurant waren offen waren zu, die Rezeptioninformationen, die alle Informationen, hier steht für Apple Store und Google, die beiden alle hier dabei. Ja. Und das. Also bist du ganz auf dem modernsten natürlich, danke schön. Stand von der Technologie. Also ja, hier einmal die schicke Rezeption, die der Herr Hakan hier hat. Das ist dein Bereich. Ja. Man sieht dich immer hier, ne? Immer. Ja, dann schauen wir uns mal deine schicke Lobby an. Ja, der Gästebetreuungstisch da hinten. Da können wir mal auch rüber gehen, ne? Hier einmal die schicke Lobby. Und hier auch gleich Empfangs-Champagner. Das ist für herzlich willkommen. Ja. Und die Banane speziell für Türkische.
richtig gute, sowas, guck mal so, ja, da, ja. So, okay. Ist gut, ne? Immer. Super. Wir gehen einmal hier durch die schicke Lobby und schauen uns mal den Guest Relation Bereich an. Und hier ist dein Guest Relation Bereich. Genau, die Gäste betreuen ist Guest Relation. Oh. Hier Fragen, Wünsche, à la carte Restaurant anmelden, alles Gästhilfe. Macht man bei dir. Hallo. Ja. Ist ja schön. Ja. Das für Lobby Patisserie. Aha. Hier sieht man, was der Herr Hakan auch eine schicke Patisserie hier hat in der Lobby. Die hat von wann bis wann auf? Also morgens 10 Uhr offen bis abends 18 Uhr. Bis 18 Uhr. Mhm. Das ist ja schön. Und hier nochmal der Blick. Von hier aus gesehen. Dann gehen wir mal zu der Lobby und mal schauen, was da. Wartet. Hier hast du ja auch einen tollen Getränkewagen. Ja. Ne? Ja, alles. Und der fährt dann durch die Gegend. Ja, das ist für ein spezielles ganzes Warten. Hier sieht man den Getränkeservice. So. Das ist der, der dann rumfährt. Ja. Ein Name ist Emmy. Ja. Er ist ein Mixolog, also Mixologie, immer so speziell trinken, also Cocktails, alles, er machen wir. Er ist ein Zauberer. Ja. Yeah. Kannst du mal einen Cocktail vormachen? Die Cocktail, der Problem ist. Zeig mal ein, wie du es machst hier. Mhm. Und dann fährt er mit dem Wagen durch die Gegend und wer dann einen Cocktail haben will, den macht er gleich, ja, die Leute natürlich. Sitzen, bereitet ja, er natürlich. Den dann vor, ne? Ja. Das ist ja super. Das man da auch ran, dass er ein sehr erfahrener Mann ist, was Cocktail machen angeht. An alle, die neu dazu gekommen sind, wir sind heute in Okhundular. Wir sind genau zwischen Alanya und Side. Wir sind in einem 5-Sterne-Deluxe-Hotel im Kirman Arikanda Hotel. Und wir schauen uns das heute an, was einen erwartet. Und wir werden gerade vom Cocktail-Matik, sag ich mal, ja, der hier durch das Hotel geht, wird gerade hier ein Cocktail vorbereitet. Und da sieht man auch, was da reingetropft wird. Und während der Cocktail vorbereitet wird, kann man hier gemütlich sitzen und der wird dann vorbereitet. Und das ist jetzt fertig. Das ja. Ist ja super, ne? Also so schnell geht eine Cocktailvorbereitung hier beim Cocktail Matik, sagen wir mal. Ich nenne das mal jetzt so. Also ganz toll. Und der fährt dann hier durch die Lobby und die Gäste, die überall sitzen. In der Lobby und draußen ist ja genau, nicht, ne? Terrasse. Und das ist hier die Bar. Die hat von wann bis wann auf, Herr Hakan? Das ist für Lobbybar. Also ab 10 Uhr bis 24 Uhr hier. Ja, man sieht auch da so viele Leute, die hier tätig sind, also das Personal scheint es nicht bei dir zu mangeln. Ne? Können wir mal hier durchgehen. Den wir mit dem Alkohol drin. Das mal anschauen. Dann machst du diese Sache. Also eine ganz, ganz tolle Lobby hat die Bar hier. Auch alles eine offene Bar.
Toiletten in dem Raum. Sieht man hier auch. Und somit haben wir uns hier den Haupteingang, deinen Rezeptionsbereich angeschaut, die Lobby und die Lobbybar und auch den Cocktailmatik. Also ja. Das ist alles sehr modern und auch alles ganz schick und sehr toll vorbereitet. Dann schauen wir uns jetzt mal die Terrasse an. Erstmal Terrasse schauen. Okay, super. Bitte. Danke. Und das ist hier deine Terrasse? Ja, unsere Halbterrasse. Der Herr Hakan hat sein Hotel direkt am Strand. Das ist der Hauptpool? Genau, Hauptpool hier, also für Kinderpool und linke Seite für Accor. Ja. Das ist die Accor als große, die Leodikia Hotels und Alexander zusammen bleibt hier die linke Seite. Ja. Ja, das schauen wir uns ja noch alles an, wir gehen ja da noch runter. Also hier einmal der Blick in Richtung Poolbar. Der Kinderpool. Hauptpool. Alles ist hier zu sehen. Und hier nochmal ein Teil vom Hauptgebäude. Das Hotel hat insgesamt 360 Zimmer. Das Hotel ist ausgebucht, aber der Herr Hakan zeigt uns ein Zimmer vom Hotel, ja. Wo heute Abend nach dann ein Gast reinkommt. Ja. Also wir können froh sein, dass wir uns ein Standardzimmer anschauen können. Natürlich. Ja, genau, die Rechtsseite. Vom Kirman Alexander Hotel. Bitteschön. Schön. Bitte. Die Rechtsseite. Also ihr habt hier schon ganz toll renoviert, muss man sagen. Bitteschön. Wir fahren dann mit dem Fahrstuhl hoch. Ja, bitte. Hast du noch einen Panoramalift, kann man sehen. Und wie lange bist du schon hier im Hotel? Also jetzt ungefähr 6 Monate, ich bin hier arbeitet. Aber 2019 auch ich arbeitet hier. Ach so. Ja, genau. Dann wieder gekommen dieses Jahr. Ja. Und du bist in Deutschland aufgewachsen? Ja. Du sprichst also, gutes Deutsch? Dankeschön. Also meine Mutter hat deutscher Türke. Also mein Papa ist Türke. Ja. Mein Geboren ist Köln. Und dann... Wir hatten eine ganz, ganz kurze Unterbrechung wegen dem Fahrstuhl, aber jetzt sind wir hier wieder für euch da. Ja. Ja, und dann hast du... Also dann 13 Jahre, dann ich komme in Türkei, dann ich bleibe in Türkei hier, meine Familie hier. Ah, super. Unsere Schule, alle hier, dann arbeitet auch hier. Ja. So, dann bleib hier in Türkei, super. Ich gehe wieder. Bist du hier dann geblieben, ne? Ja, genau, ich heiratet und alle, dann bleib hier. So ein Zimmer hier schauen. So, dann schauen wir uns mal hier ein tolles Zimmer im Kirman Alexander Deluxe Hotel in Okhurjular an. An alle, die neu dazugekommen sind, wir sind heute in Okhurjular. So. Und das ist jetzt ein Standardzimmer, Herr Hakan? Das ist ein Standardzimmer, genau. Ja. Ein großes Bett, ein kleines Bett, überall gleiche. Ja, ich schaue jetzt mal hier rein. Ja, hier sieht man auch ein modernes Bad. Hier hat man noch alles, was da drin steht zum Rasieren. Zahn für Zähne, Kamm, Seife, also der Kosmetikbereich.
Und hier auch einmal die Dusche. Und hier einmal hier hast du einmal ein Singlebett und einmal ein Doppelbett, kann man hier sehen. Na? Ein Singlebett, also ein Doublebett, also Bademäntel habe ich und Safe, die Minibar überall. Die Minibar, genau. Hast du auch Softdrinks und? Alles ist All-Inclusive-Systeme, Chips auch. Chips, Doritos, Kaffee-Tee-Service und der Safe, kostet der was hier? Nein, das darf die kostenlos, Bademäntel auch kostenlos. Diese Seite hier, der für Safe. Ja, das ist hier der Safe. Genau, richtig. Kostenlos, Minibar jeden Tag ausgefüllt, das auch kostenlos. Und Bademäntel sind auch hier, in jedem Zimmer ist gleich, ne? Standard, ob egal was. Standard zwei Stück, aber vielleicht drei Personen oder vier Personen, dann schicke weiter, zwei oder drei Stück noch. Super. Ein Fernseher hast du auch hier. Und einmal einen tollen, modernen Spiegel. Und was ist hier? Das Standardzimmer im Kirman Arikanda Hotel. Also Bademantel, Minibar, Internet. Internet kostenlos überall, aber muss die Systeme, also überall vielleicht Hotel gleich ist, die PIN-Nummer, Zimmernummer und Geburtsdatum muss eingeben. Das ist ein Balkon und Terrasse, 5. Stockzimmer. Wir sind hier gerade im 5. Stock und da sieht man hier die Bucht von Okhuzular. Und da unten sieht man die Pools und einen sehr, sehr schönen Blick hast du hier auch, der Hakan. Natürlich. Das mit Meerblickzimmer. Ja. Also wirklich toll, muss man dir sagen. Ein 5-Sterne-Deluxe-Hotel in Okhuzular. Also wir sind von Side 27 Kilometer entfernt heute in Kirman. Also ich kann da hier nochmal das Standardzimmer mit mehr Blick. Minibar, Safe, Internet ist alles inklusiv. Bademantel. Ein großer Kosmetikbereich, was da auch alles mit drin ist. Ich mag das jetzt nicht alles durcheinander machen, denn das ist ja voll das Hotel und die Gäste kommen ja bald hier ins Zimmer rein, ne? Ja. Ja, und dann zu und so einem tollen Hotel gehört auch ein tolles Abendbuffet. Habe ich recht? Dann bin ich mal gespannt. Ja. Es müsste soweit sein, denke ich mal, dass wir zum Abendbuffet können, ne? Ja. Also der Buffet, die Main-Restaurant, ne? Ja. Okay, die Rechtsseite. Sofort. Also nur ich sagen, das ist direkt Mehrbelegzimmer, natürlich, aber viele Gäste, das buchen Mehrbelegzimmer. Unserem zwei verschiedene habe ich, also 4. und 5. Stock, die Balkone ein bisschen hoch, also im 3., 2. oder 1. Stock die Balkone, normales Terrassbalkone, aber 4. und 5. Stock, das ist ein bisschen so Balkone hoch, nur ich sagen, warum das ist viele Gäste buchen für Mehrblickzimmer, aber ich gebe 4. oder 5. Stockzimmer, dann alle gucken die Balkon hoch, kein Gesehen mehr. Das ist das Problem, aber unserem Überallzimmer ist gleiche, sein Mehrblickzimmer. Das hört sich ja gut an. Ja. Ne? Also man hat überall eine tolle Aussicht. Hat uns hier nochmal der Herr Hakan bestätigt und auch geklärt. Die
tauschst du vielleicht auch die Internet. Okay, jetzt sind wir wieder im Panorama-Lift und wir hoffen mal, dass das Internet nicht weggeht. Und hast du hier die Delfininsel da vorne? Sieht man da Delfine? Stimmt das wirklich, Herr Acker? Ja, aber die Delfine, die andere Richtung, so ein bisschen weit weg hier, da hinten. Ach so. Ja. Aber Schildkröten und Delfine gibt es hier wirklich, ne? Das ist kein Quatsch, ne? Ja, ja. Das ist nicht nur eine Touri-Lockerei, ne? Das gibt es wirklich hier, ne? Ja. Weil da kann man immer buchen, Touren hierher. Natürlich. Mit dem Boot, ne? Ja. Von Ziel aus. Da gibt es wirklich Delfine vor. Nee. Von der Bucht von Rodelat. Also das ist minus eins. Die Halbrestaurant und Pangea-Restaurant habe ich die Rechtsseite. Das ist für morgens offen, auf dem mit Frühstück, Nachmittag, Mittagessen. Aber abends ist nur spezielle Restaurant für à la carte Essen, die Pangea-Restaurant. Hier? Ja, genau. Aber die schauen wir uns das an oder das? Ich hier mal. Schau mal, schau mal. Ah, geht, oder? Ja. Das ist hier, jetzt nochmal bitte. Hier ist Pangea Restaurant, das ist für abends speziell à la carte Restaurant, international essen. Ja. Alles für türkischen, Mexikan, Italien, also überall, unsere. Nur bitte 2-3 Tage vorher Gästebetreuung anmelden, für den Tisch was reserviert. Ja. Man sieht auch hier, ja, dass alles ganz toll vorbereitet wird. Vorbereitet für die Leute. Mit der offenen Küche. Hier hat man eine offene Küche. Und hier einmal das schicke Restaurant, wo man hier sitzen kann. Der Tisch wird sehr schick dekoriert. Das ist hier ist Pangea Bar. Hier ist dann die Bar. Und hier muss man, wie gesagt, auch vorher reservieren, ne? Mhm. Ist auch schön kühl hier. Ja, natürlich hier. Also hier immer Informationen für Pangea-Restaurant oder Main-Restaurant, Mann offen, Mann zu hier dabei. Ja. So, heute ist türkisch Abend. Heute hast du türkischen Abend hier. Ja. Das hört sich sehr gut an. So, jetzt sind wir wieder da. Wir müssen hier kurz, weil es hier unten ist, das Wifi anschalten, weil das Netz ein bisschen schlechter ist. Hier im Speisesaal. Aber wir sind jetzt hier im ganz, ganz tollen Restaurant. Das sieht ja alles ganz toll aus. Wir können einmal hier rumschauen. Das Buffet ist ja auch sicherlich fertig gleich. Jetzt sieht man hier auch die Sitzmöglichkeiten, die man hier hat. Wie gesagt, wir sind hier im Minus 1, ne? Genau, richtig. Im Minus 1 ist das Internet ein bisschen schlechter gewesen. Deswegen haben wir jetzt hier kurz das Wifi angeschaltet und daher haben wir jetzt hier wieder tolles Bild. Mhm. Aber du hast wirklich ein sehr, sehr schickes Hotel, das muss ich sagen. Hier kann man auch nochmal draußen sitzen in dem Bereich. Die Terrasse. Auch mit. Und dann sind wir mal gespannt, was uns in dem tollen Hotel, in dem tollen Restaurant
jetzt hier zum Abendessen erwartet. Wir können ja bei dem Hauptgericht anfangen, genau, ne? Ja, hier sieht man überall etwas. Feinkost. Und hier sieht man in dem hochmodernen Deluxe-Hotel nochmal das tolle Restaurant. Hier haben wir gleich erstmal die Kagesuppe. Das ist es. Die Linsensuppe. Ist ja logisch, ne? Ja. Und die Eselbeerensuppe. Hier hat man den Bäcker. Man sieht hier Gemüse, Pide. Hier der Bäcker. Hallo. Hallo. Und das Brot wird hier auch im Haus gebacken, ne? Ja. Man sieht hier den Bäcker da oben. Und dann einmal hier die Kamera so rüber. Kann man auch sehen, was da alles ist. Hier hat man schon gleich was Süßes. Hier ist Sushi. Hier hat der Herr Hakan seinen Sushi-Bereich. Und hier sieht man schon einige Gerichte. Hier haben wir der argentinische Grill, der Kühlschrank mit dem Fleisch. Viele heute haben Adana Kebab, türkisch. Ja, da sieht man schon den Grill, dass da viel vorbereitet wird. Und hier sieht man, was alles gegrillt wird. Hier sieht man einmal Dorade gegrillt, was gegrillt wird, Adana. Pepperoni, Paprika. Hier sieht man Döner, Hühnerflügel. Und da sieht man auch das Fleisch gleich gegenüber. Und hier das gegrillte Adana, frisch vom Grill. Die Aufläufe. Türkische Gerichte. Pommes. Und also man sieht, dass hier nicht viel Mühe gegeben wird. Und für die Leute ein tolles Abendessen vorzubereiten. Hier sieht man jetzt Früchte. Und die Nachspeise. Ganz toll aus hier. Und das ist auch was Süßes, ne? Ja. Und hier sieht man jetzt den Dessertbereich. Also ich gehe jetzt hier einmal durch das Hotel und da sieht man was hier alles einen erwartet. Im Dessertbereich und hier mein Arikanda Hotel in Okhuzular. Also die Auswahl ist schon sehr, sehr riesig.
kann man hier auch sehen. Und Ice Cream hast du auch? Wie bitte? Ice Cream hast du auch hier? Ja. Einmal der Grillbereich, Dessertbereich, Früchtebereich. Und hier haben wir jetzt. Hier ist für Kinder. Hier. Was Kinder, für Kinder hier hast du auch was da? Die Abteilung für Kinder auch, die essen. Ja. Genau, die alle. Milch. So. Kinderbereich. Und hier hast du wieder was Warmes. Das ist ja typisch türkisch, was du hier hast. Ja. Ja. Dann schauen wir uns mal die Warmgerichte an. Die türkisch schneit. Aber hier erstmal nochmal das schicke Restaurant. Vom Firman Arikanda Hotel. Und hier steht immer, was das für eine Mahlzeit ist. Das ist überall ausgeschildert. Und hier ein vegetarischer Eintopf. Fleischbälle, Kartoffelpüree, Aubergine mit Hackfleisch, Kichererbsen, Huhn mit Pilz und dann Melhane Reis. Das ist hier ein kleiner Teil vom Warmbuffet. Hier geht's weiter. Rind mit Pilz, Reis. Und dann gibt es hier gefüllte Paprika, Auberginen, Zwiebeln. Das ist auch eine türkische Spezialität. Jetzt zum türkischen Abend. Pommes und Co. Und hier sieht man den Pasta-Bereich. Nudeln und Pasta. Zum türkischen Abend. Die kann man sich aussuchen, was man seine Soße haben will. Also ein tolles Restaurant, ein tolles Abendbuffet. Hier kommen wir jetzt zum Feinkostbereich. Das ist auch ein ganzer Block für sich. Hier sieht man die Chi-Köfte. Feinkost in großen, in einer riesengroßen Auswahl. Und das einmal die Bar. Den Käsebereich. Da sieht man viele Käsesorten. Was
für das Hotel zum Abendbuffet zu bieten hat. Also man sieht, dass hier viel Mühe hintersteckt, wenn man kann. Das ist für alle speziell. Alles ist richtig lecker. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ganz schick dekoriert. Und hier sind wir jetzt beim Salatbereich. Hier gibt es Salate. Oliven, eingelegtes Gemüse, Soßen. Und einmal Salatbereiche. Und hier sieht man nochmal, was hier schon vorbereitet wird. Am Rind. Die Rippe. Das wird hier schon vorbereitet. Rinderrippchen. Wenn man sich das dann gleich mitnehmen kann vom Teller. Und ich denke mal, dann haben wir uns soweit das Restaurant angeschaut. Also ein ganz, ganz tolles Restaurant. Ein ganz, ganz tolles Abendbuffet. Hier im Kirman Arikanda Deluxe Hotel in Okhuzgulak. Und dann gehen wir mal in die Richtung. Was zeigst du uns jetzt Tolles in dem Hotel? Ja, also die Hotel ist richtig toll und gut. Heute ist Gala abends für Türkisch Gala. Ja. Heute ist auch die Musikwiege. Hallo. Hallo. So, jetzt minus zwei schauen. Gehen wir mal runter, ne? Mhm. Gehen wir mal den minus 2 runter. Die minus 2, ich habe ein Disco, habe ich. Ja. Kleines Meeting Raum oder und großes Meeting Raum habe ich. Und à la carte Restaurant speziell auch. Ja. Das Mexikan und Osmanisch, die Ottoman. Das mexikanische und türkische à la carte Restaurant hat der Herr Hakan hier, ja, minus 2. Aber schön kühl hier drin. Heute ist Mexikan à la carte offen. Ja, das ist alles bei der Gästebetreuerin zu buchen, ne? Ja. Super. Das mexikanische à la carte Restaurant. Und ein weiter hat der die Ottoman ist Restaurant, aber ich denke, ja, heute ist zu. Ist heute zu, aber dort ist auf jeden Fall das Ottoman, das türkische à la carte Restaurant. Die Pangea, Osmanisch, die Mexikaner, die überall muss die Gästebetreuung anmelden für à la carte Restaurant bestellen. Richtung diese Seite, bitte. Ja. Gehen wir in die Richtung. Hallo. Hallo.
Also Kimmer Fun Club habe ich, der geben wird, das ist alle kostenlos. Ja. Jeden Tag ab 9 bis 17.30 Uhr ist Hofen. Ja. Die auch, die steht 12.18 Uhr und 20.22 Uhr wieder offen hier. Da stehen die Öffnungszeiten. Ja. Ja. Hier mein Fanclub und da kann man nicht spielen. Ja, spielen, alles ist kostenlos. Nur Bowling ist, muss reserviert hier. Ja, muss man sich voranmelden. Ja. Hier ist Point Bar, das ist 24 Stunden offen. Nacht trinken. Da sitze ich hier. Ist auch schön kühl hier. Die hat 24 Stunden auf die Bar hier. Aber das Hotel ist ja old voll und tief. Hallo. Hallo. Hier hat der. Gibt es dann den Nachtsnack? Nein, das ist für auch die Süße. Und so Eiscreme, ne? Sowas. Ja, super. Das war die Bar, die 24 Stunden auf hat. Da geht es nochmal zu den à la carte Restaurants, damit man den Überblick hat, wo wir gerade sind. Hier die Bar und hier hat noch der Herr Hakan ein paar Geschäfte. So, Lehrer, Verkehrmann-Lehrer, das ist unser Hotel. Und ja. Market, das für alle kaufen. Und nehmen dann ein Textil, Schwelle. Im Spa-Bereich habe ich. Ja. Die Gästebetreuungsinformationen, mindestens war hier alles. Aber nur die Abholzeitinformationen für Rezeption. Einen Tag vorher fragen, bitte. Ja. Die alle Reiseinformationen auch hier gekommen. Für Reiseleitung hier sitzen, Informationen geben. Super. Alle Reiseleiter geben hier die Informationen. Da hat man jetzt auch einen Überblick, wie es hier überall ausschaut. Also Sparbereich hier, ein Friseur hier, Doktor Office, Doktor Art, 24 Stunden Hilfe immer. Ein Schlosspool, ja. Und Fitnessstudio. Das Hallenbad hat auf. Ja. Aha, super. Und Fitnessstudio ist da. Okay. Und das Fitnessstudio. Und hier mal ein Arikanda. Hotel. Das ist morgens 7 Uhr offen bis 19 Uhr hier immer offen. Die Information auch hier steht. Voraussetzung ab 16, ne? Genau. Ab 16 Uhr, oder? Genau. Ab 16 Uhr, oder? Und hier mal der Friseur. Und dann. Denke ich, haben wir uns im Hauptgebäude alles angeschaut, was man sehen sollte. Jetzt können wir mal den Außenbereich sehen. Ne? Mhm. Mal schauen, was einen erwartet, wenn man dann hier im Außenbereich ist. So, dann gehen wir mal aus dem Hotel raus. Ja. So, und dann sind wir jetzt hier draußen. Also Rechtsseite ist Pulverhaufen hier. Ja. Und ich kann mal hier im Außenbereich mal zeigen.
Und das ist hier auch ein Kinderpool? Kinderpool, hier habe ich die andere Seite auf der eine Kinderpool. Ja. Und Hardpool ist hier. Hier ist ja auch alles ausgeschildert, damit man sich nicht verläuft. Aber wir machen mal so eine Runde, gehe ich mal aus. Von aus, ne? Ja. Wir gehen in Richtung Poolbar. Also das ist wirklich ein sehr tolles Hotel, muss ich sagen. Dankeschön. Ich bin sehr beeindruckt von deinem 5-Sterne-Deluxe-Hotel. Und hier sind wir jetzt am Poolbereich. Und die Poolbar hat von wann bis wann auf? Also Poolbar ist morgen 10 bis 24 Uhr. Na, 00 Uhr ist zu. 24 Uhr. Wir haben ja auch hier... Hallo. Hallo. Wir haben ja auch allerhand was zu tun. Das sieht man auch. Haben wir einen tollen Service. Hallo. Für die Gäste haben. Und das war hier der Poolbereich und hier nochmal ein Kinderpool. Also genug Platz am Pool hast du hier auf jeden Fall, das sieht man. Wir haben schon fast 18.30 Uhr Ortszeit. Und das ist hier dann nochmal eine Brücke, die man hier hat. Mal von hier. Das ist hier aber nicht der Kinderpool, ne? Nein, nein, das ist Hardpool. Hier nochmal das Hotel von hier aus gesehen. Kann man das auch nochmal sehen. Super. Nochmal der Blick in die Richtung, gegen die Sonne. Da kann man nicht viel erkennen, aber das, immerhin hat man das dann einigermaßen gesehen. Und dein Hotel ist ja richtig voll. Der Hakan. Ja. Viele deutsche, also russische, türkische Gäste habe ich. Die Sommermonate sind sehr gemischt, ne? Ja. Aber ansonsten hauptsächlich deutsches Publikum. Also die nächste Woche richtig viele deutsche Gäste gekommen auch. Ja. Hier ist auch der Kinderakkor. Jetzt noch im Kinderakkorbereich. Richtung diese Seite.
eurem tollen Aqua-Bereich. Für die Kids hat hier der Herr Hakan auch in seinem tollen 5-Sterne-Deluxe-Hotel. Das ist für Sport Area, also ja. CrossFit, Zumba, Box, alles hier zu. Ist jetzt zu, ne? Ja. Einen Fitnessassistent habe ich. Ja. Für Animationsteam. Ja. Also die Animation im Verbot hier. Die Events, jeder Abend Miniclub oder welcher Tag, Animation, Programm, alles hier steht. Ja. Rückseite, ein Miniclub habe ich. Super. Können wir mal schauen, was uns hier erwartet. Also, das Hotel, die Anlage ist ja größer, als es von draußen aussieht, Herr Hakan. Mhm. Was für eine große Anlage hier. Hier ist Gözleme Essen für Türkische. Ja. Die ist von wann bis wann auf? Das für Mittag ist offen. Ab 12 Uhr offen bis 16 Uhr. Ja. Also hier türkische Essen für Gözleme. Ach so, super. Ja. Aber richtig schmeckt gut. Also linke Seite für Amphitheater. Hier hat das Hotel den Amphitheater, die Animationsshow. Hier ist Mini Club. Und hier ist der Kids Club und hier kann man die Kinder abgeben. Das ist ja auch ein richtig toller Kinderbereich mit Aquapark gleich nebenan. Das ist gleich mit dem Aquapark verbunden hier. Der Mini Club. Das ist ja richtig toll hier für Kinder bei dir, Herr Hakan. Wie bitte? Das ist ja hier richtig viel Platz für die Kinder. Ja. Mit Aquapark, mit Schaukel, mit Rutschen. Also jetzt ist die Tür ist zu. Ja. Und jetzt ist Schluss. Aber jeden Tag morgens offen bis also 18 Uhr ist zu. Ja. Der Miniclub ist drin, Schlafzimmer habe ich und ein Musikstudio habe ich für Kinder. Ja. Und die Kinder essen. Küche. Genau, Küche. Das ist ja super. Ja, alle hier, das ist für Kinder Animationsteamhilfe. Und die Kinder kann man dann abgeben hier? Ja. Natürlich. Für Zimmernummer und wie viele Kinder sagen hier, ja. Die Animation, Personal, Informationen auch geben. Super, also noch hier kann man die Kinder abgeben, die werden die unterhalten und dann können die Eltern noch was anderes unternehmen. Alles gleich mit dem Amphitheater, mit dem Aquapark verbunden. Wir haben hier mal Marikanda Deluxe Hotel in Ochursunat.
Und tolle Bananenbäume hast du hier auch. Und das ist deine Beachbar? Ja, das ist für Beachbar. Das ist die Beachbar. Hallo. Können wir mal reinschauen. Die linke Seite für Arikanda. So, ja. Genau. Und ihr habt hier, der Strand ist vereint dann mit eurem Schwesterhotel. Ja. Super. Aber nur die Armband ist anderes, falsche. Hier ist ein Vergrün-Armband. Ja. Also mein ist rot. Dürfen die auch hier rüber kommen zu euch von dem anderen Hotel? Ja, nur spazieren, aber trinken oder essen gibt's nicht. Nur Minimum dreimal hier. Unserem Hotel Stammkunde gekommen. Ja. Eine Weißarmband habe ich. Die Weißarmband ist. Ja. Trinken ja, nehmen Hotel hier zusammen, das kostenlos. Super. Und die gehören auch zu dir? Die scheinen richtig Spaß zu haben, das kleine Plätzchen. Ja, sehr warm. Ja, das ist am Spielen. Die fühlt sich ja richtig wohl, ist auch zahm, das sieht man. Ist ja ganz süß, das kleine Kätzchen. Also der Bereich gehört zum Schwesterhotel vom Kirman. Leodikia. Guck mal. Da hinten, hier. Hier ist doch ein Katzenbereich. Ja, unserem für Rezeption eine kleine für Katze Tippbox habe ich. Ja. Für immer Essen und jemand jeden Tag das Wasser alle kontrolliert hier. Super. Für Housekeeping Personal. Und dann haben wir hier den Strandabschnitt. Ja, die Leute können sich nicht trennen. Das ist hier der Strandbereich. Einmal runtergehen, weil du hast hier auch eine ganz, ganz tolle Aussicht und die Bucht. Ist es hier eigentlich tief oder herabgehend der Strandabschnitt? Der Strand, das Meer. Hier. Ja. Also gehen wir mal da runter. Dann sind wir hier gleich direkt am Strandabschnitt und man sieht überall noch die Menschen im Wasser. Wir haben 18.35 Uhr Ortszeit. Und wir sind hier zwischen Alanya und Side. Und das ist hier der Strand. Schaut mal. Das Hotel ist direkt am Strand. Und dann ist die Delfininsel. Ja. Da sieht man auch Delfine hier.
Also einen tollen Strand hast du hier. Schöner feiner Sand. Hier mal ein Arikanda Hotel. Also man hat genug Platz am Strand, man hat genug Platz am Pool, ja. Man hat genug Platz im Restaurant, haben wir gesehen. Also es wird hier alles super berechnet. Alles sehr modern und sehr schick vorbereitet im Hotel. Und das ist das Nachbarhotel, ne? Hier ist genau wegen Gala abends immer für Kirman Leodike und Arikanda beiden zusammen. Beide zusammen. Das sieht auch sehr gemütlich aus, um da zu sitzen. So, hier ist Schwesterhotel, beides zusammen alles. Das ist gleich das Schwesterhotel, ja, ne? Ja, genau. Ja, super. Kein Tür, direkt laufen. Und da kann man gleich rübergehen, ja, ne? Natürlich. Ja, hier ist Kirman Leodike. Das ist das Schwesterhotel, das ist gleich nebenan. Schaut mal, das Kirman Leodike ist das hier vorne. Ja. Und links ist gleich wieder das Kirman Arikanda. Arikanda Hotel. Ja, interessant. Und da ist doch Rutschen. Wird die auch Gemeinschaft benutzt mit dem Nachbarhotel, mit dem Schwesterhotel? Ja, beide für Arikanda und Leodike, alle zusammen hier. Ja. Für großes Aquapark. Ich schau mal an. Was hier noch der Herr Hakan. Aquapark hat, was mit dem Schwesterhotel zusammen benutzt wird. Und das hat hier auch seine Zeiten. Hier, die Aquapark 10 bis 12, also 14 wieder bis 16 Uhr. Und hier in den Aquapark. Der gemeinsam mit dem Schwesterhotel benutzt wird. Also sind schon ein paar Rutschen bei. Und hinlegen kann man sich hier auch. Sonnen, baden und gleich auch hier am Meer. Und wo willst du denn hin? Da ist immer noch einer deiner Katzen. Und hier geht man zwischen den Bananen wieder zurück in Richtung Hotel. Und hier sind wir noch die beiden Kirman Hotels nebeneinander, von hier aus gesehen.
Und hier sieht man auch nochmal. Im beweglichen Bereich hier. Und dann gehen wir mal in Richtung Hotel. Ja, genau. Also nur die Rechtsseite, Food Court Restaurant, habe ich mittags offen bis 16 Uhr. Also 12 gleich. Bis 16 Uhr, genau. Ja. Die Halbrestaurant auch offen und Food Court Restaurant beides offen. Die Rechtsseite. Hier sieht man auch das Mittagsrestaurant. Und hier nochmal das Hotel. Und hier sind wir wieder beim Pool. Wir gehen gerade wieder in Richtung Hauptgebäude. Der Herr Hakan hat uns, denke ich mal, soweit das gesamte Hotel jetzt gezeigt, ne? Ja, genau. Das Gebäude haben wir uns angeschaut gehabt. Also wir sind hier vom Hoteleingang losgegangen bis zum Strand runter. Das gesamte Hotel hat uns hier der Hakan gezeigt. Es ist auch sehr warm. Oh, ganz warm. Ich bin jetzt froh im Hotel, in deinem tollen klimatisierten Hotel. Die Rechtsseite. Also ich bin sehr beeindruckt von deinem tollen Hotel. Dann gehen wir mal jetzt wieder in den oberen Bereich. Die Leute mögen auch dein Hotel, also die Leute sind begeistert von deinem Hotel. Die Zuschauer. Bis schon. Wir sind jetzt hier bei den Fahrstühlen. Du hast ja mehrere Fahrstühle hier. Ja. Also ganz warm hier draußen. So, schauen wir mal. Unserem Hotel zwei Fahrstühle habe ich hier. Rechts und linke Seiten beide. Die Halbgebäude. Also die Fleischbissenzimmer Richtung diese Seite, die andere Zimmer ist Richtung diese Seite. Fleischgäste denken also nur einen Fahrstuhl, aber nein, das ist zwei Fahrstuhl, habe ich links und rechts Seite. Nicht weit weg, das ist Halbgebäude alles. Super. Ja, Standardzimmer, Familienzimmer, alles haben wir. Das Hotel ist ruhiger, richtig gutes Hotel. Das Hotel ist richtig voll dort. Ja, jetzt 1200 Leute habe ich hier.
So, bitteschön. Wir sind jetzt wieder im Panoramalift. Wir fahren dann mal hier wieder hoch. Ja, und ein großer Anlage hast du aber auch schon. Ja. Na, muss man sagen. So, bitteschön. Dankeschön. Ja, und jetzt sind wir hier wieder in der schicken Lobby angekommen. Hier mein Alicante Hotel. Hallo. Hallo. Sind Sie noch hier, oder? Hier sind Sie mehr nach. Alles klar, bis später. Wir sehen uns. Ciao. Ja, Herr Hakan, ich denke mal, soweit haben wir uns dein Hotel angeschaut. Ja. Wir sind jetzt hier wieder in der Lobby, wo wir auch angefangen haben. Möchtest du noch gerne was sagen nach Deutschland? So, danke schön für alles sagen. Ich bin hier, so, mein Name Hakan wieder, ich bin Reception Manager. Also sind Sie hier gekommen, also eine schöne Urlaub machen hier. Das war's, danke schön für alles. Also ich danke dir für die Führung. Vielen Dank. David, komm dich mal wieder besuchen von der Jahreszeiten. Ja. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich danke dir. Ciao. Also wie gesagt, wir waren heute im Kirman Alicante Hotel Deluxe, Deluxe Hotel, ein 5-Sterne ultra-exklusives Hotel. Wir haben uns das gesamte Hotel angeschaut. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen und fürs Kommentieren. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.